Unsere Kühe sind nicht bloß unsere Tiere, sondern auch unsere Mitarbeiter. Das sagen die Landwirte Andreas und Annette Aller. Und im Vergleich zu menschlichen Mitarbeitern werden die Kühe bei ihnen auch ganz schön verwöhnt. Oder kennen Sie jemanden, der von seinem Chef ein Wasserbett spendiert bekommt? Lebensfreude pur. Den Kälbern auf diesem Bauernhof geht's ganz offensichtlich prächtig. Und nicht nur denen. Landwirt Andreas Aller hat auch ein großes Herz für die Muttertiere, sein Milchvieh. Das liegt im Stall nicht auf profanem Stroh, nein, es thront auf komfortablen Wasserbetten. Kühe sollen weich liegen und sollen sich gerne hinlegen, damit sie schnell zur Ruhe kommen und anfangen wieder zu kauen, dass halt die Futterverwertung gut ist und damit die Milchleistung auch steigt. Er weiß, wovon er redet. Wir hatten das Wasserbett vor unseren Kühen und waren damit sehr zufrieden und haben gedacht, das muss eigentlich für die Kühe auch was Tolles sein. Auch Annette Aller hat sich in all den Jahren Alltagsroutine immer ein wohlwollendes Auge für ihre Kühe bewahrt. Das sind nicht nur meine Tiere, sondern eigentlich meine Mitarbeiter. Die begrüßen mich morgens, wenn ich hier reinkomme, und mit denen muss ich zusammenarbeiten. Und ganz klar, wer sich wohlfühlt, ist auch bereit zu geben. Ein Riesentauchsieder, das Allersche Wohlfühlprogramm gilt auch für die Kleinsten. Exakt auf 39,2 Grad Mutterkuh-Temperatur vorgewärmt. So ist die Milch am besten verdaulich. Und weil die derzeitigen Hochsommertemperaturen auch im Westerwald auf keine Kuhhaut gehen, gibt's hier für die Kühe im Stall eine abkühlende Dusche. Man sagt, so ab 25 Grad haben die eigentlich schon Hitzestress und man merkt den Tieren das auch an. Also sie sind dann, werden kurzatmig und fangen auch an zu schwitzen, fressen nicht mehr genug. Und dann nimmt halt auch die Milchleistung ab, was natürlich keiner will. Bis zu 30 Liter Milch geben sie am Tag. Da darf's dann ja wohl auch mal eine kleine Bürstenmassage sein. Wellness im Stall. Super, kann ich auch dahin. Ich bin zwar keine Kuh, aber vielleicht kann ich das auch machen. Ich finde das toll, wenn die Bürsten haben, wenn die sich ein bisschen schuppen können. Da sollte auch noch Musik einsetzen, da gibt es mehr Milch. Das haben die Tiere verdient. Kulturwandel im Kuhstall. Andreas Aller lässt seine Kühe übrigens selbst entscheiden, ob sie rausgehen oder lieber im schattigen Stall bleiben. Momentan bevorzugen die vierbeinigen Damen wegen der Hitze einen Weidegang am späten Abend. Selbstbestimmung und Wohlfühlprogramm, so lässt sich's als Kuh aushalten. Boah, denen geht's gut.